Nächste Frage stellt die Frau Abgeordnete Illerim. Bitte sehr, Frau Abgeordnete. Danke sehr, Herr Präsident. Herr Vizekanzler, wie stellen Sie sicher, dass der öffentliche Dienst ein attraktiver und zeitgemäßer Dienstgeber mit transparenten und objektiven Bestellungsverfahren ist? Ja, zwei Punkte. Beim ersten verweise ich im Wesentlichen auf das, was schon gesagt wurde. Der zeitgemäße Arbeitgeber macht halt auch versucht, die Gehaltskurven anders zu gestalten. Deshalb jetzt höhere Einstiegsgehälter an mehreren Stellen so hergebracht. Dass wir auch attraktiv sind, was ja früher fast gar nicht möglich war, hier Quereinstieg zu organisieren. Auch das hatten wir, aber das passt genau natürlich als Antwort eben auch zu Ihrer Frage. Noch einmal möchte ich auf die Lehrlingsausbildung und die Funktion des Bundes verweisen. Also wir bewegen da wirklich gerade was Größeres. Das würde ich hier auch dazu zählen. Aber was weniger noch besprochen wurde, war die sehr intensiv diskutierte Objektivierung, wie es heißt, in Bestellungsverfahren, so heißt sie auch in Ihrer Anfrage. Da darf ich Ihnen mitteilen, dass das Ausschreibungsgesetz 2021 eben in dieser Legislatur an einer Stelle massive Verbesserungen gebracht hat, weil es jetzt nicht mehr möglich ist, dass man die Arbeitsplatzbeschreibungen weiß. Ich klingt alles sehr technisch, da sind wir zuständig, deshalb weiß ich dann in der Praxis auch mehr drüber, dass diese Arbeitsplatzbeschreibungen schon vorher verbindlich draußen sein müssen, bevor es zur Ausschreibung kommt. Und sonst gibt es nicht sozusagen. Und wir hatten auch schon manche Fälle zurückgewunken deshalb. Warum? Weil man es sich früher ja leicht machen konnte, wenn man da ein bisschen das im Unklaren gelassen hat, konnte man die Arbeitsplatzbeschreibung im Nachhinein genau dorthin justieren, wo man es dann wollte. Und ich glaube, wir wissen alle, wovon wir da reden. Und das ist ein nicht zu unterschätzender, wie ich meine, ein großer Schritt. Bei den Kommissionen selber haben wir natürlich mit der Gleichbehandlungsbeauftragten, das werden Sie besser kennen als ich vermutlich sogar, schon die Gewichte verschoben, weil es sitzt immerhin jemand am Tisch, der die Augen auf mehrere potenzielle Schieflagen hat. Wenn jemand da ist, dann wird das ja alle Vorgänge in der Kommission betreffen, nicht nur die Gleichbehandlungsfragen im engsten Sinn. Ein letztes, die Stellen, die Kollegen jetzt, wenn wir an die Ministerien denken, haben natürlich schon weitere Möglichkeiten, im bestehenden Gesetz auch. Also ich darf Ihnen sagen, dass in unserem Haus etwa in vielen Fällen in die Kommission jemand geholt wird, der gar nicht aus dem Haus ist, sondern aus einem anderen Ressort. Das ist natürlich sehr helfend und heilsam gegen bestimmte Vorgänge, die man nicht haben will. Und ich denke auch tatsächlich daran, ob man sowas nicht verbindlich für alle vorsehen kann, obwohl nicht alle erfreut damit haben werden. Zusatzfrage? Ja, gerne. Es gibt eine Masterarbeit aus dem Jahre 2018, demnach 70% der Sektionsleiterinnen und Sektionsleiter aus Ministerkabinetten stammen und 30% nicht aus politiknahen Bereichen, wobei diese 30% bereits über 60 Jahre alt sind. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch einmal fragen, wir haben ja auch die Situation der Generalsekretäre, die ja 2018 per Gesetz eben möglich gemacht wurden und eine Weisungsbefugnis gegenüber Sektionschefs und auch der Verwaltungsbediensteten haben. Haben Sie jetzt auch im Zuge dieser Debatte rund um die Korruptionssituation, Bewertung Österreichs, hier Überlegungen, wie Sie diese Situation transparenter oder verbessern könnten im Sinne der Trennung von Partei und Staat? Naja, also diese Masterarbeit, die Sie angesprochen haben, die würde mich selber sehr interessieren. Die Frage ist, was dort dann jeweils ursächlich ist. Ist jemand schon, das wird wohl dort hervorgehen, schon im öffentlichen Dienst gewesen und kam dann in ein Kabinett oder war es umgekehrt, weil dieser Richtungspfeil macht sehr, sehr viel aus. Was die Generalsekretariate betrifft, das haben wir ja schon öfter diskutiert. Tatsächlich gehen die Empfehlungen des Rechnungshofs dorthin, dass wenn es Generalsekretariate gibt,
gibt, dass die schon bestimmten, also die Personen, die das dann ausüben, bestimmten Kriterien genügen sollten. Das wäre sicher gut, dort, wo es sie gibt, nachzuschärfen. Wir haben aber auch schon den Verlauf der Statistik besprochen und meines Überblicks nach gibt es jetzt immer weniger Generalsekretariate. Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen. Aber gewisse Mindestregelungen sind da sicher sinnvoll. Und wir werden ja im Rechnungshofausschuss Gelegenheit haben, die Vorschläge des Rechnungshofs diesbezüglich, denen ich sehr offen gegenüberstehe, zu hören und da tatsächlich umzusetzen. Ich hoffe, es machen dann halt auch alle mit.